Ich bin der Flamur Schala von der Firma Fokus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19, Grendel 19 und 10. Und gebe Online-Mathe-Unterricht. Wir haben den Donnerstag, 5. August 2021 und sind mit Aufgabe Nummer 9c. Die Frage ist, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Person von 3 Würfen einmal trifft. Ja, also die Trefferwahrscheinlichkeit liegt bei 60%. Jetzt kann die Person beim ersten Wurf treffen, beim zweiten Wurf oder erst beim letzten Wurf. Das müssen wir alles zusammenrechnen. Also allgemein, dass die Person nur eines trifft, die Wahrscheinlichkeit ist 0,6. Oder schreiben wir es mal so auf. 60% mal 40% mal 40%. Ja. Da trifft sie beim ersten Wurf. Dann kann sie ja noch beim zweiten Wurf erst treffen. Dann haben wir die Wahrscheinlichkeit 40% der ersten Wurf kein Treffer, 60% der zweiten Wurf ein Treffer und 40% der dritten Wurf kein Treffer. Oder sie trifft erst am Schluss. Also haben wir noch 40% mal 40% mal 60%. Ja? Und das geht 0,6 mal 0,4 mal 0,4 plus 0,4 mal 0,6 mal 0,4 plus 0,4 mal 0,4 mal 0,6. Und das ist dann einfach 3 mal 0,6 mal 0,4 im Quadrat. Also 0,6 mal 0,4 mal 0,4. Das gibt jetzt da überall 0,096 plus 0,096 plus 0,0 96 oder eben 3 mal 0,096. Und das ist dann 0,288. Also ist die Wahrscheinlichkeit 28,8%, dass die Person einmal von 3 Würfen trifft. Ja, das sind die 0,096 Tonnen, mit denen hier zusammengerechnet. Und da haben wir das auch noch einmal. Ja, also Nicht-Treffer, Nicht-Treffer, Treffer. Nicht-Treffer, Treffer, Nicht-Treffer. Und dann nochmal. Treffer, Nicht-Treffer, Nicht-Treffer. Und damit haben wir jetzt das nochmal gesehen, dass das eigentlich so ist und dass das Sinn macht, sinnvoll ist, was wir dann eigentlich rechnen. Darum sind die Wahrscheinlichkeiten auch, ja. Gut.